Wahlen in Nidwalden, GLP jagte der FDP im ersten Anlauf einen Regierungssitz ab. Furioser Start in Nidwalden, fast alle Parteien verlieren einen Parlamentssitz an die neu gegründeten Grünliberalen. GLP-Kandidat Peter Truttmann holt auf Anhieb einen Regierungssitz und lässt dabei Kandidierende von SVP und FDP hinter sich. Patrick Hürdimann. Aus dem Nichts zum politischen Schwergewicht. Die erst wenige Monate alte GLP hat bei den Erneuerungswahlen im Kanton Nidwalden einen Regierungssitz geholt und im Parlament Fraktionsstärke erreicht. Der Nidwaldener Regierungsrat setzt sich neu parteipolitisch wie folgt zusammen: CVP 3 Mandate und SVP 2. Die FDP hat noch einen Sitz, die GLP kommt auf 1. Im 60-köpfigen Landrat erreicht die GLP auf Anhieb die zur Bildung einer Fraktion nötige Schwelle von 5 Sitzen. Bis auf die SVP mussten alle Parteien sowie ein Parteiloser den Grünliberalen ein Mandat abgeben. Stärkste Fraktion im Kantonsparlament bleibt die FDP mit 16 Sitzen, gefolgt von der Mitte mit 15 Sitzen und der SVP mit ebenfalls 15 Mandaten. Die Grünen kommen auf 7 Mandate, die SP erreichte noch 2 Sitze. Grüne und SP bildeten bislang eine Fraktionsgemeinschaft. Der Partei- und fraktionslose Pierre Nemitz wurde abgewählt. Grüne traten nicht an. Die ganz große Überraschung gelang der GLP aber bei den Regierungsratswahlen. Ihr Kandidat Peter Truttmann wurde auf Anhieb im ersten Wahlgang gewählt. Mit 6.452 Stimmen schaffte er nicht nur das absolute Mehr von 5.486 Stimmen, sondern ließ auch Kandidierende der etablierten SVP und FDP hinter sich. Peter Truttmann ist Geschäftsführer einer sozialen Einrichtung. Er war in Ennetbürgen für die Mitte-Gemeinde Präsident. Im Herzen grün, im Denken liberal, lautet sein Motto. Er könnte davon profitiert haben, dass die Grünen, trotz des Megathemas Klimawandel, es nicht schafften, eine Kandidatur für den Regierungsrat aufzustellen. 5 bisherige. Zu den Regierungsratswahlen traten 5 der 7 bisherigen erneut an. Sie schafften die Wiederwahl problemlos: Volkswirtschaftsdirektor Ottmar Fiediger, Justiz- und Sicherheitsdirektorin Karin Kaiser, Gesundheits- und Sozialdirektorin Michelle Bröchliger, Landwirtschafts- und Umweltdirektor Joe Christen und Bildungs- und Kulturdirektor R.E.S. Schmidt. Die Mitte konnte den durch den Rücktritt von Baudirektor Josef Niederberger frei gewordenen Sitz mit Therese Rotzer verteidigen. Die profilierte Landrätin und Juristin kam auf 7.638 Stimmen und damit auf den 5. Platz. Sie sei von einem knappen Resultat ausgegangen, sagte Rotzer. Erfreut zeigte sie sich, dass in der 7-köpfigen Regierung neu 3 Frauen sitzen. FDP verliert Sitz. Im Landrat bleibt die FDP zwar größte Fraktion, in der Regierung hat sie neu aber nur noch einen von 7 Sitzen. Sie konnte den Sitz ihres nicht mehr angetretenen Finanzdirektors Alfred Bossart nicht verteidigen. Die FDP war selbstbewusst mit 3 Kandidaturen in die Wahlen gestiegen, die beiden neuen, Judith Odermatt und Dominik Steiner, blieben aber unter dem absoluten Mehr und erreichten mit 5.341 respektive 4.984 Stimmen nur die Plätze 9 und 10. Wie die FDP hatte auch die SVP die Doppelvakanz nutzen wollen, um einen dritten Sitz zu holen. Ihr dritter Kandidat Armin Odermatt erreichte zwar mit 6.197 Stimmen das absolute Mehr, als 8-Platzierter wurde er aber nicht gewählt. Chancenlos blieb bei der Wahl Urs Lang von der Corona-Maßnahmen-kritischen Gruppierung aufrecht, mit 1.244 Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug 48,3%. SDA, ANF. Fehler gefunden, jetzt melden.